Miete-Video von mir. Heute gibt es ein Get Ready With Me und wir machen uns jetzt eben gemeinsam fertig für die Schule. Und ja, jetzt erstmal kurz ins Bad, tu da Zähne putzen, Gesicht waschen, nehme ich natürlich kurz mit und dann machen wir uns hier weiter ready. Benutze diesen Glänzer jetzt hier und danach diesen Glänzer, die habe ich beide von Action, Leute. Das riecht so gut, da steht ja auch Rosenwasser drauf. Also wirklich, das riecht wirklich richtig gut. Riecht wirklich nach Rosen. Das ist by the way ein Schaumglänzer, hat man glaube ich auch in den letzten Videos gesehen. Und ich finde den auch so cool. Ich bin jetzt hier wieder im Zimmer und ich kämme mir gerade meine Haare durch, weil ich werde mir gleich meine Haare machen und mich dann halt erst schminken und Skincare und sowas machen. Auf jeden Fall, ich mache mir so einen Sleek-Zopf nach hinten und mache mir halt hinten so einen Dutt hin. Und heute dann einfach 19 Grad, Leute, ich bin so happy. Ich liebe es einfach, wenn es warm ist. Und also nicht, wenn es zu heiß ist, aber ich liebe es einfach, wenn es warm ist. Es ist so irgendwie, ich weiß nicht, vor allem wenn Winter war und es jetzt rüber zu Frühling geht, ich finde es so geil. So, und dann kämme ich das Ganze erstmal so grob nach hinten. Ich bekomme, glaube ich, Englisch kurzes zurück. Ich habe wohl vergessen, dass wir den geschrieben haben. Diese Locke hier ist so schön. Was ist damit? Warum geht das nicht? Ich muss es irgendwo einwickeln. Ich glaube, in dieses Wattestäbchen. Wow. Und jetzt benutze ich hier das Styling Gel von Action und gehe da einfach drüber. What is this? So, mit meinen Haaren bin ich ja fertig. Ich mache am Ende halt einen Dutt hin. Und jetzt benutze ich einmal das Ordinary Serum. Jetzt benutze ich einmal noch die Nivea Feuchtigkeitscreme. Übrigens, ich habe meine Nägel abgemacht. Ich fand die so hässlich. Ich habe die immer hier angekaut und dann war hier alles irgendwie kaputt und so. Und dann wollte ich die einfach nicht mehr dran haben. Dann habe ich die jetzt einfach komplett auch abgemacht. Und ich klebe mir auch gleich wieder neue, aber halt einfach so aufklebbare, die ich mir mal von Shein geholt habe. Die kleben auch gleich zusammen drauf, nachdem ich mir noch Wimpern geklebt habe. Also ich überlege noch, ob ich mir überhaupt Wimpern klebe, aber gucke ich dann noch. Jetzt benutze ich einmal hier dieses Perfecto Glow Ding da von Maybelline. Das tue ich jetzt halt hier überall verteilen. Verblende das jetzt mit einem Beauty Blender. Bei noch ein paar roten Stellen tue ich jetzt noch einmal den Loves Me Concealer drauf machen. Noch so ein bisschen einwirken lassen. So lange mache ich jetzt noch die Foundation von Makeup Factory drauf. Oh, ganz bisschen. Das, Leute, müsst euch immer merken, macht nie viel Produkt drauf. Das braucht ihr nicht. By the way, ich habe gestern von meiner Mutter hier so einen Bronzer bekommen. Der ist richtig, richtig schön. Von Kiko Milano. Ich finde die Verpackung auch mega. Was fokussiert nicht, da ist halt irgendwie so noch Muster drauf und boah, Leute, sieht so schön aus. Ich benutze jetzt einmal hier von Essence diesen Baby God Blush, diesem Schwämmchen vorne. Also erstmal dachte ich, der ist richtig schlecht und unpigmentiert und so. Da kommt auf jeden Fall viel Produkt raus, deswegen drückt er nicht so stark drauf, falls ihr ihn auch habt. Aber was ich jetzt sagen wollte, ich dachte, er wäre richtig unpigmentiert und so, aber ich habe einfach das irgendwie falsch verwendet. Ihr müsst einfach einen weichen Beauty Blender haben, der am besten nass ist. Und dann, jetzt verblende ich das auch noch hier oben, ey. Und dann verblendet ihr das. Ich liebe es halt richtig, richtig viel Blush drauf zu haben.
Übrigens haben welche gefragt in einem Video, von wo irgendein Blush ist. Und ich habe immer diesen Blush hier verwendet. Den von SheGlam gibt es bei Shein. Und genau, ich finde es auch mega gut. Hält mega lange. Ist pigmentiert. Ja. Benutze diesen Contouring Stick von Loves Me. Den mache ich jetzt hier oben einfach hin. Ja, der ist nicht so pigmentiert. Da empfehle ich euch auf jeden Fall den von NYX. Ja, der ist wirklich richtig gut. Jetzt benutze ich diese Highlighter-Perlen hier von Loves Me. Das war eine Limited Edition, also gibt es nicht mehr zu kaufen. Und das sind einfach so Perlen mit Highlighter eben. Also das sind einfach so Highlighter-Perlen. Und Leute, ich finde die so, so schön. Guck mal. Siehst du diesen Glow? Wow. Guck mal hier. Ich biege jetzt kurz meine Wimpern. Von L'Oréal Paris habe ich dann hier noch so ein leichtes Augenbrauen-Gel. Damit tue ich jetzt meine Augenbrauen hochkämmen. Ich wollte mir eigentlich Wimpern kleben, aber ich glaube heute doch nicht. Ich mache jetzt erstmal weiter mit meinen Nägeln. Ich hole kurz Sekundenkleber. Auf jeden Fall, das sind hier diese Nägel. So, ich habe noch Got2B-Kleber mir ganz gut geschnappt und werde ganz kurz hier an meinem Babyhahn Got2B-Kleber drauf machen, weil ihr seht, die sind so ein bisschen, die halten halt einfach nicht. Deswegen streiche ich das Ganze hier nochmal drüber, dass es auch fest ist. So, sieht ja ganz schön aus. Und jetzt mein Outfit. Jetzt habe ich ganz kurz mein Outfit, was ich anziehen wollte. Und zwar hier einmal dieses Crop Top und dazu noch die Calvin Klein Jeans. Und dann noch irgendein Cardigan, weil es ist ein bisschen kalt halt morgens draußen. Und später wird es halt erst warm. Ja, ich überlege gerade, welchen Cardigan ich anziehen könnte. Also entweder hier der hier, der lange. Oder einfach, ich weiß nicht, vielleicht der kurze graue, aber ich glaube, das passt irgendwie nicht, ich weiß nicht. Ja, also wenn dann entweder der weiße, was glaube ich halt auch besser passt, oder das. Ich glaube, ich lasse mal beide kurz hier draußen stehen und hier hat sich irgendwas verheddert irgendwie. So, ich habe jetzt mein Outfit an. Ich werde diesen langen weißen Cardigan anziehen. Passt eben gut zum Outfit und wow, ich liebe es auf jeden Fall. Ich brauche noch ein bisschen Schmuck. Da habe ich jetzt so drei Armbänder rausgesucht. Die werde ich jetzt auf die andere Seite drauf machen. Auf der Seite habe ich eben meine Pandora-Armbänder drauf. Und ich tue auch gleich was essen. Ich habe so Hunger. Ich muss noch meinen Schuhranzen kurz packen. Und dann bin ich auch eigentlich schon fertig. So. Ich habe mir noch von Rituals dieses Bodyöl, das eben glitzert. Und ich möchte es halt drauf machen, aber ich weiß nicht wohin. Kann man das drauf machen? Hier vielleicht. Jetzt muss ich das Parfüm hier von Versace. Oh mein Gott, Leute, das gibt mir so krasse Erinnerungen von Sommer letztes Jahr. Ich habe dieses Parfüm jeden Tag benutzt. Ich habe gleich noch eins von Just Cavalli, das mache ich auch noch. Also ich benutze irgendwie vieles. Ich benutze irgendwie alles, was ich habe. Boah, ey, das von Kiko Milano noch richtig krass, Leute, habe ich mal vergessen. Dann hier von Guess noch einmal so ein Body Spray. Ich nutze noch hier von Nihan dieses Body Spray, dieses Haarspray. Haarparfüm, nicht Haarspray oder was ich gesagt habe. Und das riecht auch so krass. Noch von Sol de Janeiro einmal, die Nummer 68. Wow. Ich liebe diese ganzen Düfte. Ich habe dann hier noch so Glitzerspray. Das tue ich mir hier in die Haare. Warum glitzer ich nicht? Oh. Und so.
So Leute, das war mein Get Ready With Me für heute. Wenn ihr mehr Get Ready With Me's von mir wollt, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Und genau, ich würde auch jetzt schon zum Ende kommen. In diesem Video grüße ich einmal die Fanny und einmal die Sophia. Und ja, Grüße gerne euch raus. Danke übrigens für fast 4000 Abonnenten. Ich liebe euch. Viele haben gefragt, wann mein Song rauskommt. Er kommt Ende April wahrscheinlich raus. Ich muss noch ein bisschen gucken, wie lange ich brauche dafür und sowas. Und genau, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Gerne abonnieren, Glocke aktivieren, um kein weiteres Video von mir zu verpassen. Und sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye bye, hab euch lieb.